als wir hier eingetroffen sind, waren schon ungefähr 25 Personen leicht bekleidet, nur in Handtüchern auf der Straße und warteten auf das Eintreffen der Feuerwehr und schilderten uns, dass noch mehrere Personen in dem Saunaclub vermisst werden. Wir sind sofort auf die Suche nach den Personen gegangen, konnten drei leider nur noch leblos bergen und eine Person aber noch lebend und haben diese mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Es war extrem gefährlich, dass der Notausgang versperrt war. Konnte denn durch diese Tür jemand sich retten? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Da war, weil dann ein großer, dicker Holzbalken vor war. Quer über den Türrahmen, von links unten nach rechts oben. Und da drauf war eine Aufschrift, ein Zettel mit Aufschrift, gesperrt.